Hey Leute, willkommen zurück zu Bulb Boy. Wir sind unter Wasser, denn wir sind das Klo runtergezogen worden von einem Stück Kacke. Ja, ein Stück Kacke hat uns einfach mal das Klo runtergezogen. Unsere eigene sogar. Mhm. Wunderprächtig. Guck mal, sind überall Maden. Well. Okay, der ist... Das sind böse Maden. Die schwimmen uns in den Mund und dann sterben wir. Ist ja allerliebst. Kann ich euch auch mit dem Pfeil tasten? Nee. Oh ja, da sieht man schon böse Maden. Aber ich muss wohl dahin. Weh. Oha. Nee. Au. Hoffentlich frisst sie noch. Na, wir können uns hier rumrollen. Mehr können wir leider nicht ohne Körper. Aber immerhin. Wow. Daneben war ein Punkt. Da hat was geleuchtet. Das Spiel ist so absonderlich. Oh. Ein Hebel. Kann er mit seiner Zunge. Okay. Hätte uns jetzt diese... Weiß ich, dieses Wasserrad hätte uns das umge... Oh, nee. Tötet uns das, wenn wir durchschwimmen? Nee. Jetzt gibt es noch Auftrieb. Yes! Oh, Giftmüll. Das ist schön. Ach, du Scheiße. Oh, diese bösen Maden, die töten uns. Ah, nein! Oh, wow. Hat uns komplett abgefressen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich lock mal diese Made hier an. Bring ich in die Muschel. Die sind ganz schneller als wir, guck mal. Nom, nom, nom. Und du frisst sie dann. Das ist sehr schön. Nett von dir. Oh, was ist das? Ein Fisch? Ein toter Fisch? Da können wir rennen. Ja, geil. Jetzt kann ich schwimmen. Wie dreckig der auch immer noch, der Kleine. Oh, oh. Nein. Wow. Das ist ein fieser Tod. Die schwimmen in unseren Mund und dann... Ja. Hm. Okay, keine Würstchen erlaubt. Oh je. Oh je. Hol's dir. Klar. Bei der Gates. Oh, sind wir richtig. Hat auf jeden Fall ein Speichersymbol. Wow. Gerade. Oh Mann, wer wollte schon hier unten leben? Oh Gott. Oh Gott. Wie weit kommt ihr uns denn nach, bitte? Bleibt nur eins hängen, oder? Ja, die kommen uns echt komplett... Die ganze Strecke hinterher. Was zur Hölle? Oh Gott, das ist unser Tod, glaube ich. Wie sind denn das? Oh nein! Oh nein! Wir werden den allen ausweichen. Geht das? Oh wow, die kommen uns echt hier komplett hinterher geschwommen. Nein! Ihr Arschparasiten. Ich schwimme jetzt einfach ganz schnell.
um mein Leben. Kassettentape. Oh, nö. So ein Kack. Oh nein, da kommen sie. Way. 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 Alles voll. Mit die Viecher. Die ekelhaften Viecher. Oh Gott. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hätte sie gar nicht so foppen müssen. Oh Gott. Das ist ja ein Minenfeld. Noch lachst du. Wop. Okay. Oh Gott. Ich hau mal ab. Was machst du denn? Okay, da liebt seine Miene. Schnecke. Ah, kennt ihr diesen Fisch? Das haben sie mal gefunden bei den seltsamsten Meerestieren, glaube ich. Das ist ein sehr hässlicher Fisch. Ah, komm. Ah, zieh. Bäh. Oh, das Vieh, was uns so liebt. Das sieht aus wie eine Muräne. Hallo. Es liebt uns und setzt uns erstmal unter Strom. Kann ich das irgendwie mitnehmen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Hey, liebst du deine Miene? Ich will eine Snagge. Ja. Aber gut zu wissen, dass man auch sterben kann. Ja! Die Parasiten sind wieder da. Da ist Mickey Maus. Oh Gott. Oh, das reicht. Ja, es sind genauso viele. Oh Gott, nein. Ah! Kacke. Ich meine, mich fressen die Dinger ja auch. Das ist das Problem. Ich habe eine Idee, was ich mit denen mache. Na, kommt. Ich setze mal einfach unter Strom. Aha. Hoffen wir, das Vieh rübst nicht noch mehr davon aus. Bäh. Doch, tut's. Oh, das ist überall. Ist das Wein? Ah, guck mal da. Wird der jetzt besoffen? Schläft er? Oh, der schläft. Ist klar. Ist der jetzt durch? Leider nirgends durch. Alles klar. Oh, das ist echt Mickey Maus. Die hat sich zu Tode gesoffen. Das ist die Snagge. Nom. Einfach mal das Snagge essen mit der Zunge. Also eine nicht gekochte. Ich will auch so keine Schnecken essen, das ist eklig. Escargot. Oui, oui. Ja, du liebst deine Miene, ne? Aber ich hab ne Snagge. Ich will eigentlich Snagge haben. Guck. Ach, der will sie gekocht? Du bist ja brutal. Kannst du das vielleicht mit deinem Blitzen? Ne, das ist keine Muräne, das ist ein Zitteraal. Ja. Wow. Nom. Köstlich. So. Hier, Snagge. Boah, kannst du noch widerlicher essen irgendwie? Bitte. Ja, wir haben die Mine.
Oh oh. Der Schnecke war nicht so geil, hä? Na, was machst du denn? Ah, die Parasiten wieder. Du bist die Mutter aller Parasiten, ne? Sag's doch, wie es ist. Wer ist denn? Aber Baldboy findet das gar nicht so schlimm, glaube ich. Aber ich muss dich erstmal besoffen machen, sonst rüpst du die ganze Zeit wieder Parasiten aus, ne? Bäh, ist das widerlich. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, wo wir überhaupt rumschwimmen, ne? Köstlich, ne? Ah. Oh, wirklich geil. Wie schnell der aber wieder nüchtern ist. Machen Mund auf. Oh, es passt genau ins Auge. Nice. Und jetzt? Bäh. Bäh. Ja, nu? Noch was saufen jetzt hier, oder? Nee, geht nicht mehr. Ach. Ein Schalter. Oh, das war für die Mine. Geil. Und da sind ganz viele Parasiten drin. Der sich freut. Der kleine Baldboy. Ich find's super. Alle Parasiten. Kommt mit, ich zeig euch was. Kommt mit mir ins Abenteuerland. Da wird ihr ein bisschen geschockt jetzt. Oh, er liebt uns. Voll gut. Ja, guck mal, das spratzt noch raus. Das ist so köstlich. Aber hey, wir haben es geschafft. Geschafft ist geschafft. Sieht glücklich aus. Auch schon wieder eine Erinnerungssequenz. Elvis, der Opa. Wow, bist du immer so langsam? Wo der Hund? Ist der Hai? Oh Gott. Das ist doch hier Schikane, oder? Was will er denn machen? Ja, was? Der will da oben das Vieh erwischen. Der ist echt so langsam. Achso, dann war das richtig, oder wie? Was ist mit dem Hund los? Der ist total... Wow. Was ein Arsch! Sein kleiner Enkel spielt und er lacht ihn aus, weil er Kanne auf den Kopf kriegt. Du bist ja ein guter Großvater. Na, Opa, mach jetzt, komm. Nicht einschlafen. Oh Mann. Der schläft echt gleich ein, du. Guckst dir an. Ach ja. Wir haben Zeit, ne? Und sonst. Alles gut, Opa. Wie geht's dir, Opa? Oh. Nicht einschlafen, komm. Nicht vergessen. Der hat schon wieder vergessen, was er machen wollte. Die alte Petroleumlampe. Ja. Genau, würde ich Aspen machen. In die Tasche stecken. Ja. Der einschläft. Ist voll gut. So, Blümchen. Und er freut sich. Und die Blume freut sich. Oh. Ist das eine Erdbeere? Okay.
Und jetzt haben wir noch die Erdbeeren. Was ist das? Was sind das? Was? Was bedeutet das? Well, well. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Warum? Warum? Was hat das für eine Symbolik? Naja. Oh, Spidey ist wieder da. Oh, Hundi. Hundi ist eingesponnen. Wir müssen Hundi befreien. Stock. Wow. Oh, ist das böse. Die frisst uns einfach. Können wir die Spinne vielleicht erschlagen? Warte, wenn sie rüberrennt. Matsch. Oh. Wir sind die Spinne. Oh, wie geil. Oh. Das ist ja übel. Wir sind die Spinne. Oh Mann, kleiner Bulbboy. Was machst du da? Oh, wie gut. Oh, das ist die Erdbeere. Ach, du Scheiße. Die große böse Erdbeere. Oh. So muss das. Hey, wir haben's fast. Okay. Ah, warte mal. Wasserhahn dran. Zum. Und jetzt? Ich glaube, wir brauchen dafür noch was. Wir sind die Spinne. Es ist so gut, ey. Oh. Müssen wir irgendwie loskriegen hier. Bomb. Vielleicht mit der Badewanne? Bäh. Ah, über Bande. Yes. Ah, die Gießkanne. Seht mal, die habe ich vorher auch. Oh, oh. Okay. Das Vieh spuckt halt die ganze Zeit. Jawohl. Ah. Irgend so eine gelbe. Ja, irgend so eine leuchtende Plörre halt. Yay. Können wir damit jetzt Hundi befreien? Nee. Vielleicht die Pflanze damit bewässern. Die Pflanze ist damals daraus geworden? Stimmt ja, der Opa, der hatte ja eine Erdbeere angepflanzt. Und es läuft ihr Auge aus. Ja, Hundi ist frei. Und wir sind eine Spinne und er hat keine Angst vor uns. Oh, wir müssen den Großvater befreien. Und wir fliegen durch die Nacht. Oh, was war das? Was hat der für komische Zähne? Was sind wir denn jetzt? Oha. Oh, Hundi.
Der Mottenhundi. Dem geht's gut. Alles klar, Leute. Dem Hund geht's gut. Uns auch. Ich mach hier Schluss. Wir sehen uns wieder nächstes Mal zu Bald Boy. Bis dann.